Mit diesem Meisterwerk setzte Jun Neumeier vor 40 Jahren einen Kontrapunkt zu den eher linearen Handlungsballetten von John Cranko, dessen Stuttgarter Erbe die Prima-Ballerina Marzia Aidé damals zusammenzuhalten versuchte. Neumeyers Kameliendame erzählte den Dumas-Roman um die schwindsüchtig dahinsiechende Edelkurtisane Marguerite Gauthier als äußerst vielschichtige Geschichte. Er fand in gewisser Weise einen neuen verschachtelten Erzählstil, auf dem seine weiteren Großtaten aufbaute. Klar, dass seine Hamburger Company dieses Glanzstück unter den Erzählentenballetten ebenso im Repertoire hat wie viele andere großen Häuser. Paris und München habe ihre Neumeyer-Preziosen eben erst aufpoliert. Aber das Original kommt nun mal aus Stuttgart. Und wird mit der brandaktuellen Wiederaufnahme so hinreißend getanzt, dass einem fast schwindlig werden könnte. Am Duval, der jugendliche Liebhaber, ist eine von Friedemann Vogels Paraderollen. Hier trägt er die ausdrucksstarke Alicia Amatrian auf Händen, stemmt sie mit waghalsigen Hebefiguren gen Bühnenhimmel. Macht ihr düster eifersüchtig das irdische Leben zur Hölle. Ein episches Liebesdrama, kummervoll und liebeskränkelnd, zwischen Wehmut und Demütigung, starren gesellschaftlichen Konventionen und ausgeefeilten tänzerischen Konversationen. Immer umweht von Chopin Klaviermusik, vorzüglich verstärkt aus dem Staatsorchestergraben oder mitunter am Bühnenflügel dargeboten. Drumherum ein glänzend aufgestelltes Ensemble in Jürgen Roses kostbarem Retro-Deko. Und wäre es nicht genug? Kommt zum guten Schluss als Überraschungsgast die inzwischen über 80-jährige Urmargerit auf die Bühne, Marzia Aidé huldigt ihrer entkräftet den Jubel entgegennehmenden Nachfolgerin.